Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Minigame mit dem lieben Kroko und meiner Wenigkeit. Wir spielen Mario Party, haben noch 30 Sekunden, bis es losgeht, damit ihr eine Ahnung habt, worum es geht. Kroko, sag erst schnell Hallo. Hallo, ich bin Mini-Peach, oder wie heißt du denn? Du bist Peach? Ich bin Wario, cool. Wir müssen würfeln, dann Minigames machen. Ja, ja, ist okay. Und wenn man erster wird, bekommt man extra Würfel Gold, zweiter ein extra Würfel Silber, dritter ein extra Würfel Kupfer. Und wer als erstes das Ende des Spielbrettes erreicht hat, der gewinnt. Bowsers Festung ist die Map, die wir im Übrigen spielen. Los geht's! Yay! So, okay, warte. Okay. Wie würfel ich? Ja, ja. Einfach klicken. Und das passiert automatisch, oder? Ich hab ne 3. Ich hab ne 4. Toll, Schiebung. Wo bin ich denn hier? Gar nicht. Grabe dich durch den Untergrund und versuche, alle anderen Spieler zu töten. Teams sind verboten, Lars. Wir zwei gegen den Rest. Ja, genau. So, nach einer gewissen Zeit sieht man die anderen Spieler, ne? Dann wird's halt richtig. Ja. Oh, die sprengen gleich los hier, wie die Gestörten. Ich hab mich selber gesprengt. War das smart? Hast du gut gemacht. Ich wurde eliminiert. Danke für gar nichts. Banana MTV. Spieler werden in Kürze sichtbar. Ich sehe hier noch keinen Spieler. Lalala, Spieler sind sichtbar, was gar nicht wahr. Geht weg. Ich buddel mich einfach hier oben rum. Ich lasse sie sich gegenseitig kaputt machen und buddel nach Sachen. Kannst du mehrere TNT auf einmal zünden? Probier das mal. Ach, guck mal, hier war doch einer, ne? Ich kann mich zu dir treffen. Ja, ich konnte nicht setzen, weil. Oh. Oh, oh, ich sterbe! Hat sich selber gesprengt. Viel Spaß! Warte, dass man nicht alles zubauen kann. Ich hab den voll mit dem TNT getroffen, was ist los? Ja, Lars, wir sind einfach nicht die PvP-Lars, wie du auch schaffst. Nee, sind wir echt nicht. Das Spiel endet in 3, 2, 1 und... Ich bin 6er geworden, toll. Ich bin 15 gewesen. War das besser? Ist egal. Es zählt nur 3, 2 oder 1. Ich habe eine 2. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ich habe eine 6. So, ich will das nächste Game. An den bunten Strahlen befinden sich Kontrollpunkte, in welchen du dich hineinstellen kannst, um sie einzunehmen. Andere Spieler können dich jedoch versuchen, daran zu hindern. Und wenn du je mehr Kontrollpunkte du hast, ne, desto besser halt. Und du hast halt einen Stock mit Knockback, damit kannst du andere halt wegschubsen. So. Und wenn du in die Lava fällst halt, bist du halt tot, ne? Also, aber du spawnst halt wieder, ist egal, ne? Du musst erstmal so Spawnpunkte suchen, die du einnehmen kannst. Ah, okay, also ist eigentlich wichtig, dass du diese Spawnpunkte und es ist völlig wurscht, ob du drauf gehst oder nicht. Oh, ich halt bin in Lava gesprungen, ey, weil ich ich bin so ein Bobo. Und wenn die Spawnpunkte halt eingenommen sind, sind sie weg, ne? Dann musst du quasi den nächsten holen gehen und wer die meisten hat, gewinnt. Ah, okay. Na, und es gibt auch so Fragezeichenblöckchen, so kleine, da bekommst du dann ein Item, ne? Zum Beispiel eine Eiswand oder ein TNT oder... Oh, ich habe einen Kontrollpunkt. Immerhin einen. Ich hatte kurz einen, aber der ist wieder weg. Stanley Blub, jo, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Aber ja, also ich glaube, ich hab noch keinen. Jo, mein Dritter. Wenn zwei sich streiten, freut sich ein Dritter. Ah. Ein neuer Rekord. Ich hab 2 Punkte. Platz 9. Ich hab 10 Punkte. Aber wenn Platz 5. Och, Mann. Eine 4. Eine 2 habe ich mir wahrscheinlich verdient. Okay, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Achso, ihr könnt auch liken und abonnieren, wenn ihr Bock habt, ne? Wollte ich nur mal gerade so sagen, so zwischen Mini-Bowser und heiße Kartoffel hier. Was muss man da machen? Du bekommst quasi eine heiße Kartoffel. Also nicht unbedingt, ne? So ein paar. Und du musst die halt quasi durch Hauen weitergeben und irgendwann explodiert die, dann ist der Spieler raus. Ich habe eine heiße Kartoffel, oh damn. Bleib weg von mir. Jo. Ich hab irgendjemand eine heiße Kartoffel gegeben. Nein, auf! Auf, wer hat sie mir wieder gegeben? Nein! Nein! Ich bin auch raus. Schade. Wer hat gewonnen? Ja, ich nicht. Ich bin Platz 6 sogar. Okay. Ja, okay, ich muss würfeln. Mein Würfel brennt, okay. Eine 4! Schon wieder eine 4. Hä? Ich würfel immer nur 4. So, was haben wir? Ich finde schade, dass die Felder so weit auseinander sind, um ehrlich zu sein. Weil man nicht sieht, wo die Strecke lang geht. Oh, Reise nach Jerusalem. Ah ja, Du kennst ja Reise nach Jerusalem, ne? Stühle und so. Okay, wenn die Musik hier aufhört, dann kommen aus dem Himmel Minecarts gefallen. Du kannst dich schon reinsetzen, während die runtergefallen kommen, ne? Also muss echt zackig sein. Aber okay. Es ist super cool gemacht. Ich höre halt die Musik nicht, ich schaue einfach nach oben. Nelly Fortello mit's. Oh, ich hab's nicht reingeschafft. Nein, ich hab's nicht reingeschafft. Oh Mann, ich hab drauf gedrückt. Geh raus aus meinem Kart, Bananenmann. Ich
bin ausgeschieden. Ich auch. Warum kann ich sowas nicht lassen? Ey, im Stream gestern bin ich Erster geworden. Das war das einzige Spiel, was ich gewonnen habe gegen Joel. Und zack. Jo, er hat gewonnen. Hui, oh, armer Elite-Eagle. Und piu. Weil das halt die letzte war, ne? Also wieder 4. Ich habe eine 2. Also ich habe allein da schon richtig viel Glück, wie es ausschaut. Du bist bestimmt letzter Platz, ne? Nö, ich glaube, es hinter mir ist noch einer. Einer ist noch guck mal, da steht ja Platzierung. Ich habe jetzt 7. Ich habe 13. Okay, wie viele waren wir? Ich glaube 14, ne? Ja, ich glaube auch. Lockhüpfer. Oh, das ist ziemlich weird. Ich habe das beim ersten Mal nicht geschnallt. Ich helfe dir da mal so ein bisschen. Du hast irgendwo gleich einen Block, da steht was drüber. Ich weiß nicht, dein Block oder so. Nächster oder nächster Block, Block steht drüber. So, wenn du dich draufstellst, kannst du quasi einen Checkpoint machen und musst wieder auf nächster Block. Ja, das so. Ist... Ah, wie mache ich den Checkpoint? Ah, okay, mit nice. So, du kannst aber auch die Blöcke der anderen benutzen, ne? Also es ist nicht so, dass du nur deine Blöcke nutzen darfst, wenn die anderen irgendwie in deine Nähe kommen. Aber Checkpoints kann ich so viel machen, wie ich will, oder was? Ja, es geht halt darum, wer als erstes hochkommt. Wo ist der nächste Block? Ist da gerade ein Block verschwunden? Ja, wenn du stirbst, ne, dann verschwindet der Block quasi der aktuelle, wo du versucht hast hinzuhüpfen und taucht neu auf. Hey Koko, du bist ja gar nicht viel tiefer als ich. 30 Sekunden haben wir noch. Ja, das dauert ewig, bis dieses Dinger da. Oh, einer hat es nach oben geschafft zum Goldblock. Oh. Hey, ich bin nur 5. Ich auch. Voll die Stimmung. Ich bin auch 5. Koko, wir waren so knapp dahinter. Ja. Und jetzt würfel ich eine 1. Ich eine 6. Yes, yes. Endlich holt er auf. Hoch hinaus. Versuch als Erster nach oben zu gelangen, indem du dich von den Plattformen nach oben schleudern lässt. Keine Ahnung, was es ist, frag mich nicht. Okay. Ach, da ist die nächste Plattform. Wie mies ist das denn? Ja, du musst beim Hochdingsten nach oben schauen. Ja. Oder ist schon jemand oben? Nein, ich bin runter. Ach, grün ist Checkpoint. Achso. Oh, ich bin runter, ja. Oh, nochmal. Ey, da ist jemand voll weit oben. Hä? Der P-Kack hat schon den Punkt erreicht. Und Bananen-YouTube-Mann auch. Oh, ich bin Dritter. Ho, ho, ho. Jetzt habe ich einen normalen Würfel und würfel eine 1. Toll. Und jetzt habe ich einen Bronzewürfel, der hat nur 1, 2, 3 einen Würfel. Ah, eine 2. Ich dachte jetzt 2 mal 1. Also ich habe eine 2 gewürfelt. Ei. Oh, Kiwi. Hi, Kiwi. Was? Aus Belief. Ja, da kannst du mit Pfeilen die Blöcke unter der, also kaputt machen und musst halt gucken, dass du überlebst. Ne? Sofort losrennen und gucken, dass keiner unter dir quasi das TNT wegschießt, aber du bei den anderen. Da ist irgendjemand rausgeflogen. Nein, ich bin daneben gesprungen. Oh, ich Horst Dieter. Oh Mann, ist das ärgerlich. Aber es ist cool, von oben zu betrachten. Wo ist denn Koko? Ich muss gucken, wo der ist. Der muss sich konzentrieren, da kann ich reden. Ja, ich bin hochkonzentriert bei dem Spiel. Da ist ein Peach. Da. Nein, ich bin daneben gesprungen. Ach komm. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Koko. Ach nein. Oh, nee, ich war echt gut. Also... Weil ich halt nicht ja, das macht kann. Spaß, ne? Also, dass der PvP Spaß. Der Spaß macht. Ja, das macht wirklich Spaß. Ja, yeah, ach, schade. Naja. Wenn du so ein Power-Up einsammelst, dann bekommst du halt so Mehrfachschuss einmal, ne? Und machst eine richtig große Fläche weg. No, da ist der nächste. Wenn nichts weg. Oi. Ventras gewonnen. Ja, Platz 6. Ich bin 14. Gewesen. Das war der letzte dann. Ja, ich weiß. Ah, wieder eine 4. Ich würfel überwiegend 4. Eine 5. Oh, jetzt kommen wir in die Festung. Guck mal, das sind diese Wände, die mal so runterkommen. Hast du die mit gewonnen? Ja, Elite Eagle ist am Ziel angekommen. Nice. Ja, nice Elite Eagle. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, oder? Ich kann richtig gut nice schreiben, schau mal. Nische. Ja, noch eine Runde, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall für noch eine Runde. Im Übrigen, hallo an alle aus Kokos Discord und bei mir aus dem Discord, ne? Ich glaube, Koko und ich müssen das öfter machen. Mhm, gut. Guck mal, der Black Kirito zum Beispiel ist echt ein dufter Typ. Ja, das ist voll der Command-Block-Profi irgendwie. Hat sich auch ganz schick angezogen hier in grün. Ja, ja. Oh, it's me, Mario! Ich muss retten, die Prinzessin! Oh, Mario. Eine die Geschildkröte hatte geklaut, die Prinzessin aus ihrer Schlosse. Ich habe gemacht Mustache. Das Spiel startet in 3, 2, 1, go! Okay, würfeln und was kriegen wir? Ich mach Instant-Würfeln, zack! Eine 2, toll. Ich habe eine 4. Okay. Ich habe eine 4 und bin auf Platz 3. Koko, diesmal müssen wir powern, ne? Also. Es wird gespielt. Elytra-Rennen! Man möchte ja meinen, dass wir das können, aber. Nee, überhaupt nicht. Es nervt einfach schon. In welche Richtung geht's denn da? Hier, alle von dieser Dingens runter. In welche Richtung? Oh, dahinter. Oh, wieso sagt mir das keiner wohin?
Ihr seid jetzt, ja nett. Ey, es ging doch nur in eine Richtung. Ihr seid ja nett. Los geht's. Das hier ist Checkpoint, ne? Hä, hey, wie, du hast einen Ring vergessen. Da war doch Checkpoint. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Och, Mann. Oh, ich auch. Hä? Ja, wenn du einen Ring vergisst, ne, dann kommst du halt beim letzten Checkpoint raus. Und das ist bei uns noch der Anfang. Aber ich weiß nicht, wo da ein Ring war. Da war eine blöde Wolke. Da war so. Da unten. Jetzt bin ich am nächsten Checkpoint. Toll. Ist ja jetzt viel zu spät, ey. Oh, hier ist noch jemand. Hallo. Hab ich eingeholt. Nice. Au. Okay, ich muss runter. Tschüss. Komm schon. Ach so. Ach, da bist du, Koko. Hi. Nein! Koko. Traurig. Traurig. Wir können nur survivalen. Ich würfel eine 1. Yay. Ich hab eine 6. Schiebung! Ich bin auf Platz 1. Ich bin auf Platz 1. Können wir aufhören? Schiebung! Ich bin auf Platz 6. Mini-Survival-Game. Ach Gott, versuch so viele Spieler wie möglich zu töten. Als letzter zu überleben in den Truhen lassen sich Ausrüstung finden. Meine Truhe. Geh weg. Aber man kann schon loslegen, ne? Das ist wie Hunger Games, ne? Oh, super, da bin ich richtig gut drin. Zack. Hier ist nichts drin, okay. Ist irgendwo. Lass, ich hab ein paar Schuhe. Was für Ideen? Kommst du, Black Kirito? So. Oh. Hallo, der ist voll fett equipped. Geh weg. Das ist voll unfair. Ich hab noch nichts. Nein. Ja, genau. Macht mal Sandwich hier. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? So geht das nicht. Das ist nicht nett. Immerhin hat er den Erfinder. Oh mein Gott. Da kommt ja eine Dingens. Hier. Ein Kreis. Weißt du, das. Die Leute wissen schon, dass ich nicht PvP kann. Die hauen einfach drauf. Ja. Ach, das ist bei mir ähnlich. Ich habe immerhin einen Kill geschafft. Wow. Nein, ich nicht. Das gibt ja schon vor lange, diese Survival-Games, Hunger-Games, ne? Und ich fand es schon immer schlecht, dass die Ausrüstung ist halt total random. Guck mal, ich hatte jetzt eine Kiste, da war ein Holzschwert und Lederklamotte drin. Ja, aber das war ja schon immer so bei Hunger Games. Das ist der Grund, warum ich das nie gespielt habe, weil es ist einfach so Glück, was in deiner ersten Kiste ist. Und das ist so ein bisschen schade. Oh, da zündet jemand TNT. Guck mal hier, der Drop. Alter Schwede, und er kommt nicht mehr ran. Ja gut, aber der ist ja auch ausgerüstet. Der hat sogar einen Bogenschaden. Da drüben ist auch noch einer. Guck mal hier, der hält sich schön raus, ne? PCAK. Mm-hmm. Er hält sich schön raus und denkt so, yo, lass mal machen. Der hat den High Ground. Der kennt sich aus. Der weiß, wo man auf der Map stehen muss. Und jetzt kommt da ein Kid voll rein. Oh. Ja, dem gönne ich den Sieg aber nicht, weil er gewartet hat. Das war zwar smart, aber den gönne ich nicht. Ja, das ist eine miese Nummer. Eine 4 habe ich. Ja, das ist. Ja gut, das ist halt Taktik, ne? Aber es ist ja, schon. Alles gut. Ey. Oh, ein Riesengumba! Ich hätte es ja nicht anders gemacht, muss ich zugeben. Wer ist Gumba? Guck mal hier, Baby Bowser. Oh, Minenfeld! Es ist ein Minenfeld, du musst halt durchrennen. Du darfst keine Druckplatte treffen, sonst bist du tot. Also sonst bist du wieder am Anfang. Ja, aber eine berührt. Ah, Mist, ich auch. Aber eine berührt. Ach, jetzt hier drüben lang. Aber eine berührt. Das ist so ungefähr mein Spiel. Hallo, mein Name ist Krokodil Andi, ich sammle Minenfelder. Können die nicht verschwinden, wenn ich einmal drüber gelaufen bin, bitte? Nein, wir rauchen. Nein, ich war gerade so gut unterwegs. Wir machen das jetzt mit... Ach. Ich wollte gerade sagen, wir machen das mit Ruhe. Boom. Nein, ich habe keine berührt. Oh. Ich explodiere immer weiter. Verdammt, ey. Immerhin 9. Oh, ich würfel eine 1. Ich soll nicht gewinnen. Ah, okay, das kennen wir, ne? Blockhüpfer. Kann das sein? Je mehr Checkpoints du setzt, desto länger dauert das, bis die Blöcke spawnen. Ich habe nämlich das Gefühl, das geht jetzt super schnell. Nee, jetzt habe ich Double Jump gemacht. Ja, der ist direkt wieder so gesprungen, weißt du? Ich war auf dem Block und dann ist der direkt wieder gehopst. Das ist schon oben, was geht? Wir sind so Noobs, Kroko. Ja, das wird mir dann auch immer mehr bewusst. Aber was soll ich dagegen tun? Aber wir sind sympathische Noobs. Das ist gut, also das ist das Wichtige. Man muss sich das nur schön reden. Neunter. Oh, Sechster. Ja, aber das hilft mir auch nicht. Und eine 1. Ich breche ins Essen, ey. Eine 4. Überleg mal, das ist schon die dritte Runde, wo ich das Gefühl habe, der Mini-Bowser hat sich nicht bewegt. Es wird gespielt. Mini-Skywar. Mini, ach du Scheiße. Ah, jetzt hat jeder seine Skywars in... Ach du Heilige, okay. Yay, was haben wir denn da? Zack. Ja. Hä, warum hat der da drüben 2 Truhen auf seiner Insel und ich nicht? Okay, danke. Tschüss, Butterblume. Ich habe einen besiegt. Das ist mein neuer Rekord. Hast du schön gemacht.
Die World Border! Die World Border! Die wird immer enger. Warum sagt mir das keiner? Schnell in die Mitte, 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 in die Mitte. Warum sagt mir das denn keiner? Was denn? Dass es kleiner wird? Ja. Er war doch eben auch schon so. Was ja, wir haben nicht dran gedacht. Harter Kampf. Wo bist du, Lars? Ich bin in der Mitte. Ganz in der Mitte. Das habe ich nicht gedacht. Ich hätte mal gleich in die Mitte gehen sollen. Wird nicht mehr kleiner. Passt. Geben! Oh nein! Mist, aber Zweiter geworden. Einfach durch random Looten. So, eine 3 und jetzt habe ich eine 2, 3, 4, 5 Chance. Okay, und eine 2. Bin ich auf Platz 9 gelandet. Ich bin immer noch auf Platz 12. Ob wir es diesmal in die Festung schaffen. Wir machen das einfach als Thumbnail. So, ja, ich habe es in die Festung geschafft. Oh nee, One-on-Ones. Oh Gott. Also diese Runde haben wir Pech. Wir haben so viel. Ich bin der Krog und du freust dich jetzt nicht, dass du mich als Gegner hast. Haben wir uns verstanden? Ich habe gar keine Chance. Keine Chance. Nein, ich hab verloren. Ich hab einfach keine Chance. Gegen niemanden. Ich frage mich, wo. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's ein bisschen. Also bei manchen hat man das Gefühl, dass die Autoklicker benutzen und das scheint halt echt Trend zu sein in Minecraft, echt? Ne? Weil du hast keine Chance dran zu kommen. Weil die klicken einfach 5000 Mal die Sekunde, weißt du, da kannst du machen, was du willst. Und das aber ist das halt bringt doch gar nichts, oder? Ja doch, weil die sind ja eine tausendstel Sekunde schneller als du und dann knockbacken die dich ja schon. Du kriegst sie nie gehauen. Ey, du bist. Ich kann dich nicht mal hauen, du bist unsichtbar, Digi, was ist los? Ich glaube, ich habe einen. Kirito, schleich dich! Ich sehe dich nicht mal da! Das ist voll Schiebung! Ich schwöre, ich sehe die nicht mal. Also das ist ja buggy. Also. Oder die haben halt irgendein Item oder irgendein Skill oder whatever, ist ja egal, aber ich sehe die nicht. Ich kann die nicht hauen und nix. Ich sehe irgendwo Partikel. Der nächste, ich sehe nur Partikel! What the heck? Hast du auch nur Partikel gesehen? Nee, ich habe Platz 8 belegt. Wie geht es? Ja, ich habe Platz 9, weil die letzten drei Kämpfe waren die Gegner unsichtbar. Und eine 1 gewürfelt, Lars. Ja, eine 4, nice. Ich bin auf Platz 12. Wo bist du? 13. Das heißt, du musst irgendwo vor oder hinter mir sein. Da komme ich her. Das heißt, du musst irgendwo da vorne sein. Oh, ich habe ein Ereignisfeld gekriegt. Plus 3 Felder. Toll. Och, und Ventra hat das Spiel gewonnen. Oh, nee. Oh, Mann. Ventra, du Spielverderber. Ist ja schon Ende, eh. Mann, Ventra, warum? Okay, ich würde sagen, das war's. 2 Runden Mario Party. Wir haben festgestellt, Kroko und ich sind voll die Minigame-Bobs. Yep. Aber ich glaube, wir probieren es nochmal, oder? Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Okay, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr könnt gerne liken, die Kanäle kostenlos abonnieren, also auch beim Kroko vorbeischauen. Der ist unten in der Videobeschreibung, ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen lieben Dank. Ciao. Mit V. Bis gleich.